Hey Leute, willkommen zu diesem Video. Ich habe mir jetzt vorgenommen, endlich mal mein allererstes Video zu machen, wie ich 200 Truhen Martoms aufmache. Und das wird jetzt mein allererstes Lord of the Rings Rise of Rise to War Video. Aber das war schon lange Zeit lang ein Programm von mir. Ich wollte das schon die ganze Zeit machen. Wer weiß, vielleicht mache ich auch regelmäßiger Videos jetzt hierzu. Wie dem auch sei, ich will euch jetzt zeigen, wie das bei mir ausschaut, wenn ich die 200 Truhen jetzt öffne. Fangen wir mal an. Fangen wir erst mal einfach einzeln an. Danach machen wir die Schritte. Ruf, aha. Cover. Nicht so prall. Alright, für den Undying, den ich schon habe. Ein Undying ist auf Rang 4. Auf Rang 5 könnten wir ihn endlich mal nützlich machen. Okay, das ist mal geil. Das Item, hammer geil. Damit kann ich was anfangen. Leider wieder Rufgegenstände, nicht so cool. Oh. Nicht so geil. Können wir überhaupt nicht brauchen. Komm, Baby. Komm, komm. Also, geht doch. Das. Might und Fokus. Vielleicht ist das was für den Gorbark. Der Alpha Gorbark. Genau. Respekt Level 10 oder 11. Oh boy. Irgendwie. Na? Ja? Ja? Gefällt mir schon viel mehr. Zeig mir mal, was du drauf hast hier. Evil Man, Allied Unit. Okay. Weiter jetzt. Ich hätte es viel geiler gefunden, hätte ich vorhin den Palantir von Orphang gekriegt. Mit Pursuit. Das braucht man als Witch King. Madness. Perfect. Madness ist genau das, was wir wollen. Weiter hier. Ah. Alright. Undying. Aussieht, wird der Undying jetzt gefüttert. Grafikfehler, was? Oh, es ist Sigrid. Okay. Ah. Oh. Alright, geil. Gespannt, was der gute Mann kann. Oh ja, und wieder Trapper's Hood. Sehr cool. Wir haben jetzt schon mindestens 3 davon. Was? Lass uns mal kurz zu Sigrid rüber. Lass uns den guten Alten schon mal abholen. Ist er gut? Kann man mit dem was machen? Ist er PvP-fähig oder mehr so ein PvE-Dude? Das werde ich jetzt noch recherchieren. Jetzt, wo ich ihn habe, werde ich das alles recherchieren. Lass uns mal ganz kurz schauen. Sigrid, welche Fähigkeiten er hat. Deine Unique. The each round against enemy monsters. Okay. Also gegen Rohan scheint er wohl sehr stark zu sein, weil er gegen Pferde ist. Anführer der Duneling. Welche Fähigkeiten? Recklessness each round one damage stellt. Madness. Oh, er selber kann Madness verfallen. Nicht so gut. Kann Schaden gegen eine Einheit machen und die stunnen, okay. Okay, er hat schon mal Commander-Schaden drauf. Army Speed. Okay. Das heißt, die Marschgeschwindigkeit und die Reihenfolge, in der die Truppen als erstes angreifen können, die kann er auch buffen. Nicht schlecht. Nicht so cool. Okay.
Against one enemy target, deals 30% damage once against one. Alright, also doch sehr stark gegen Mounted Units. Und Disarm ist immer nice to have, denn hier steht, Target's next attack deals much less physical damage. Das ist immer cool. Mindestens ein Punkt sollte hier rein. Unen Warriors Damage Health plus 2. Das kommt. Wow. Wow. Also kann man eine sehr schnelle Belagerungsarmee mit ihm aufbauen. Belagerung im Fight? Hm? Alright. Mein Team. Ich bin gespannt. Also. Ich weiß echt nicht, was ich von Sigrid halten soll, aber ich werde mich mal in den jetzt erkundigen. Machen wir erstmal weiter mit den Martum. Weiter geht's. 140 haben wir. Oh. Nice. Der Undying wird gerade gefüttert. Rear Hallberg. Allied Melee Units, weniger Damage. Oh. Oh! Hey, Baby! Und noch ein Epic. Allied Melee Units Damage Received. Perfekt, das wollte ich. Army Defense Dwarf. Wir sind keine Zwerge. Wir sind Evil. Witch King Baby, ich komme. Ich hab ihn schon zur Hälfte voll. Check mal ganz kurz nach mit der Rufverteilung. Vielleicht brauchen wir nichts mehr für den Undying. Ich glaube, wir haben den Undying schon voll. Geben wir ihm jetzt mal diese Gegenstände. Nee, wir haben noch einen weiten. Aber der Witch King, wie ihr seht, der ist schon zur Hälfte voll. Wir kommen, Baby. Wir kommen. Weiter hier. Ja! Und jetzt sag mir bitte, dass es die Fähigkeit verfolgen, Pursuit hat. Bitte. Ah, leider hat es nicht die Fähigkeit, nach der wir geguckt haben. Okay. Aber wir haben ja noch einige. Oh. Oh. Hey, nice. Witch. Oh. Baby. Was ist hier los? Baby. Evil Man Allied Units Damage Received. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Ich glaube, das ist ziemlich gut. Boah, der Lutz wird bei uns gerade richtig gefüttert. Ja, ja, nice, very nice. Scale Mail, even wir. Oh. Also ich... Oh, oh, Baby. Baby. So muss das sein. Und noch einen geilen Bogen. Perfekt. Das können wir doch gleich meinen guten, alten Fat Hand. Der Typ aus Harad. Wie hieß er nochmal? Der Fette aus Harad. Der aussieht wie Peter Jackson. Eine Sekunde. Den Bogen können wir direkt mal... Azrukor. Genau. Der liebt doch sowas. Nehmen wir mal das geben. Und der Undying. Nicht mehr weit entfernt von Rang. Weiter hier. Oh. Black Serpent. Leute, wir haben einen... Oh mein Gott. Eine Chance von 1 zu 1000. Wir haben einen T3 Commander freigeschaltet. Oh mein Gott. Leider nicht der Witch King, ne? Da könnte man jetzt jammern. Aber, hey. Mal hin. Der ist ziemlich tanky, habe ich gehört. Oh mein Gott. Also es hat sich jetzt schon gelohnt, diese 200 Martum-Truhen hier aufzumachen. Wahnsinn. Weiter hier. Komm, 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 komm. Du musst doch noch was. Ah.
vom Gorbak. Der Gorbak, der mag das. Aber leider kein Heal drauf. Schade. Brauchen den mit dem Heal. Very nice. Ja, der Carver. Oh, ein T2 Held unlocked. Ey, diese Grafikfehler, was ist bloß los hier? Rischnack. Ich hätte mich mehr gefreut über den Lurz, aber okay. Rischnack. Yay. Alright. Oh, yeah, baby. Bone Mass. Na gut. Ja? Hammergeil. Ich glaube, das ist best in Slot für den Witch King. Und ich habe schon Melee Might für ihn. Und wir haben einen Epic Helm. Und wir haben Epic Accessoire. Baby. Ja. Reckoning Jackpot. Richtig gut. Weiter geht's. Naja. Oh ja, komm, komm. Haben unser Glück ausge... Ja? Das ist für den Black... Okay, das ist für den Serpent. Dann können wir dem mal was abgeben. Wir haben noch 35 Martoms. Okay, okay. Oh, wieder was für Azrukor. Nice. Oh, nein. Das war leider nicht. 25. Okay. Die können auch 5-mal rollen. Komm schon. Okay, das ist für Irun. Unrespekt. Kurzrespekt. Oh. Ja, Undying, komm, den haben wir bald. R5. Accessoire, nehmen wir gerne mit. Und? Oh, komm schon. Komm schon. Und wir sind am Ende angelangt. Schauen wir mal, wie weit wir den Undying jetzt hochpushen können. Wenn der jetzt R5 ist, ist das auch schon mal ein Preis. Gottverdammt! Uns fehlen noch genau 2 Respekt-Items. Bei den 2 Respekt-Items, die uns fehlen, wisst ihr was? Dann bin ich wirklich so dreist und kaufe. Sie kaufen? Es juckt mich im Finger, sie zu kaufen. Lord of Evil. Mit Respekt, Alter. Und 20 Martom. Was? Ja, das muss jetzt sein. Das muss jetzt sein. Boom. Boom, für den Undying. Genau das brauchten wir. Perfekt. Weiter geht's. Wir können jetzt wieder Patronen hier öffnen. Aber eine Sekunde. Erstmal den Undying hier voll füttern. Undying möchte voll sein. Boom. Mehr brauche auch nicht. Ich werde den Undying auf Respekt 5 lassen. Und jetzt wird alles gepumpt für den Witch King. Alles für den Witch King. Ich muss rüber. Ach, machen wir erstmal weiter mit den Martoms. Auf 4-mal. Wishliste. Und das ändern wir jetzt komplett ab. Unequip das. Stattdessen geben wir jetzt das für den Black Serpent. Er braucht das. Wobei, nein. Wir fokussieren uns komplett auf den Witch King jetzt. Wir wollen nur noch den Witch King. Ja.
Oh, Witch King. Das ist aber nicht das, was wir gerade eingegeben haben. Schade. Go, 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 Witch King. Hey! Nehmen wir auch gerne mit. Defense Urukai. Okay. Ist das etwas für Lords? Oh. Ah. Das war ja wohl nix. Okay, wir haben noch 12.000 Gems. Die können wir auch noch traden. Traden wir, aber nicht alles. 1.000 übrig. Weiter geht's. Weiter geht's. Hätte auch nichts. Schon. Ja. Leider kein Ment drauf. Sonst wäre das was für Azrukor. Ich weiß auch nicht. Irgendwie. Das ist nicht in der Wunschliste gewesen. Besiege. Okay, mit der Axt kann ich was anfangen. Noch eine weitere und ich kann ein Upgrade machen. Oh, oh, wer ist es? Ugluk? Wer zum Teufel ist Ugluk, Mann? Nein! Oh, man. Oh, man. Das. Ich habe keine Ahnung, wie Ugluk ist. Wir haben nur noch viermal. Okay, komm, machen wir noch vier. Damn. Die Runen. Cool. Und das war's auch schon. Wir sind tatsächlich zum Ende gekommen mit unseren 200 plus Martum-Truhen. Das ist das, was ich sowieso schon habe. Ich werde jetzt gucken, was ich aus dem hier zusammenbasteln werde. Auf jeden Fall nice, dass wir so viele Hüte hier haben. Der Bone Mask, auch nice. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht eine für mein Gorbak aufhebe. Weil das ist für ihn Biss-Item und Gorbak hat. Hat Gorbak zur Zeit. Läuft. Mit dem hier rum. Genau. Rüstung für Orks. Das ist richtig geil als Gundabad, denn die Warlords, die haben kaum Rüstung und Schaden reduzieren. Das ist sehr wichtig für die Warlords aus Gundabad. Aber ja. Das ist meine Ausschlachtung aus diesen 200 Truhen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Ezra.